Ubisoft präsentiert. Ein Ubisoft San Francisco Produktion. In Zusammenarbeit mit Ubisoft Osaka Massive Entertainment. South Park Digital Studios. Krambles wird vermisst. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet. Katzen verschwinden. Die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Und davon Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Hier sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze mal, keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so unbeschämt machen, was aus uns geworden ist. South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. So, und damit begrüße ich euch alle herzlich zu diesem Let's Play. Und zwar, wir spielen, wie gerade gehört, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, auf Deutsch natürlich. Ist auch diesmal ungeschnitten, sie mussten keine Spiele rausnehmen, keine Minigames, weil sie zu hart waren. Ich freue mich extrem, oh, wirklich, schon seit Tagen bin ich so ebelig, weil ich es endlich zocken will. Es ist jetzt gerade die ungünstigste Zeit zum Aufnehmen, das heißt, ihr werdet Hintergrundgeräusche haben von der Straße. Ich bin total verschnupft, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Und dann geht's auch schon los, wir gucken mal, was wir Schönes an Haaren haben. Oh, ich habe den Vorgänger Stick of Truth so geliebt, es hat einfach so Laune gemacht. Und dieses Spiel knüpft auch direkt daran an. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Also eine Turmwalle hier. Oh nein, 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 nein. Mit so einer Frisur wird man in diesem Spiel leider abgestempelt. Ja, oder. Es gibt eine besondere Randgruppe, die solche Frisuren hat. Wir schauen mal. Nehmen wir denn da Schönes? Ja, wird da einfach so ganz normale Frisur, so Make-up. Oh, da braucht man eigentlich nichts, oder? Sommersprossen? Ist das RT? Das ist RT. Bärte. Ja, machen wir mal so, oder? Kann man eigentlich beim Bart auch die Farbe ändern? Meint aber nicht. Accessoires. Eine Brille? Nein, keine Brille. Kleidung. Das ist unser Cape. Ah, okay. Würde ich sagen, halt mal in einem schönen Blau. Ja? Unser Hemd. Toll. Ja, du bist ein richtiger Held, mein Freund. Ja, Dinge passt. Ende. Ja, hätte ich gern, dass es aussieht, als hätte er keine Handschuhe an. Sieht man das hin? Ja, ich denke, das passt. Und dann geht's auch schon weiter. So.
Ich würde sagen, wir... Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Ja, ja, danke, Captain, für die Info. Ich würde das ja gern machen, so wie ich, aber es gibt leider nur weiß und kein... Ich kann nicht weiter nach links drücken für Monitorbräune. Es geht leider nicht. Dann machen wir doch mal so. Ja, ich denke, das passt. Der König sitzt gerade auf seinem Thron. Deine Toilette. Nein, wir würden gerne so spielen. Fokussiere deine Kraft. Halte und drehe links, rechts, um die richtigen Punkte zu finden. Nutze RT zum Stoppen. Okay, okay. Abzwicken. Wir müssen halten. Ach so. Okay, na gut. Aber wieder freigeschalten. Stuben rein. So. Wird das Spiel natürlich klar alles. Futzer Wegflasche. Mittel gegen Analjuckreiz. Ja, was? Wer redet da? Die Maus aus dem Bildschirm hier, weiß gar nicht, warum ich die dauernd sehe. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja, ja, ja. Okay. Aski. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Geil. Tauli gibt uns Tipps. Wie krass. So, wir schauen mal nach. Schön. Batterien und Teppichmesser. Okay. So, können wir denn... Oh, was macht unser Vater da? Alter, da. Einen Brownie. Und da gibt uns nichts ab. Oh mein Gott. Ist er denn wirklich so weit abgestürzt? Was ist nur mit dieser Familie geschehen? Das ist unser Zimmer. Oh! Gamesphere, ja! Die macht natürlich ein Update. Wie soll das anders sein? Der gute Fisch hier. Boah, ich liebe das im Übrigen, dass hier... Achso, hier kommen wir wieder am PC. Ja. Hier drin schön ist. Satz Spiel kommen. Ich liebe das, dass dieses Spiel immer voll mit Anspielungen ist auf Folgen. Also auf schon released Folgen. Aliensonde, Artefakt, Kette aus Elfenhorn, Artefakt, Großmagier, Königsrobe, Kostüm, Königsrobe, Kostüm, Prinzessin Kennys Kleid. Geil. Innensonde, lecker. Kette aus Elfen, was? Elfenohren. Okay. So, hier haben wir schon das beste Beispiel, die Aliensonde MK2. Das ist die erste Folge von South Park. Wer die nicht kennt. Was liegt hier? Ist das eine Aliensonde?
Ja, wir können ja gar nicht ran. Na gut. Was haben wir denn hier noch was? Nein. Uns mal ins Getümmel begeben, oder? Mal gucken, was die Mutter macht. Oh. Hallo? Mami weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Ja. Meine genau. Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Erstmal was zu fressen abholen hier. Dose mit Ginger Ale, laktosefreie Milch. Macaroni, Tortilla. Was Sportflasche, Tüte mit Chiporitos. Das ist ja wieder gut. Dann haben wir die mal alleine hier einfach. Ja, ich komm gleich. Naja, holt euch Kabel, okay. So, haben wir hier noch was Schönes? Lithium-Akku. Oh. Oh, wir haben 14 Cent dabei. Oh nein. Mein Herr, ach komm weiter. Ihr Monster. Was willst du? Kampfvorteil. Erteil ihnen eine Lektion. Drücke X, um deine Kraft auszuwählen. So, wir können uns ja erstmal positionieren, ne? Werden wir einfach hier stehen. So. Achso, wir können immer noch auswählen. Ah. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. So, Kraft einsetzen. Schlag. Oh yeah. Kräfte im Trugschluss können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in einer anderen Gegner verbinden oder Objekte schleudern. Mal sehen, wie dir das gefällt, König. Nein, du Schwein. Oh Mann. Okay, mach sie richtig fertig. Wieso sind hier Haie? Was soll das? Okay, Zug beenden. Wir müssen wieder unsere Waffe auswählen. Den Schlag. Und dann schlagen wir direkt zu. Ja. Ja, ich weiß. Hier lang, König! Ja, Moment. Geil. Können wir hier reingucken? Ja, wir können jetzt sicher. Du schaffst uns nicht alle! Ja, hau nur ab! Ja, erstmal Holzmann hier. Greifst du einen Gegner zuerst an, hältst du einen Kampfvorteil, wodurch du erst, dass du zuerst am Zug bist. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeit hinten rechts angezeigt. Ah, okay. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Jede Königin Kampfvorteil, das ist geil. Okay, das wird auf die ersten drei Felder und das praktisch drei, ne? Okay, also machen wir das so. Aha. Ach, wir können. Okay, also von hier ist am sinnvollsten. Oh Mann, das ist ja unmenschlich. Wirklich, sind ja nur die Bösen. Stimmt, genau. Alter König. Die Mauern sind unaufhaltsam. Ihr Monster. So, achso, wir brauchen jetzt. Okay, wir brauchen jetzt praktisch einen Zug. Können wir die Leben sehen von den Gegner? Der wäre down, der wäre auch down. Der wäre nicht down, also hauen wir einen weg. Wir hauen ihn hier weg. So. Wisst ihr, ich habe nicht ganz so mit Controller-Steuerung. Muss da mal ein bisschen drauf gucken. Genau. Das habe ich bereits bewiesen in einem epischen Kampf mit Kerry. Also ich stehe auf einer Linie, also nehmen wir lieber den
Wie heißt denn die Attacke, wenn wir das sehen? Heißt die Rückstoß? Und guck mal, die haben Angst, sobald die... Ah, das ist ja geil. Okay, und los. Und ja! Er greift mit großer Axt an. Ja, eben. So. Der wäre down, der wäre auch down. Wir hauen erstmal den stärkeren weg. Mit der stärkeren Attacke natürlich. Und zack, und weg! Ja, ja, danke, Butters. Nein, aber du, mein Freund. Mache dich auf deinen Abgang bereit. Los, wir müssen ins Kastell. Schnell! Oh nein! Oh nein! Eine Lavafalle! What the fuck, ein riesiger Drache? Hinterhalt! Das ist der Drache, der brüllt! Wow, das ist der Drache, der brüllt! Oh, ich liebe dieses Spiel so, es ist jetzt schon so geil. Gegner könnte ich angreifen, wenn du etwas untersuchst. Gehst du in den Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Oh, Schweine! Ah, oh, nein, ihr habt den König angegriffen! Wie könnt ihr nur? Okay. Jetzt kriegen wir jetzt eine dritte Attacke. Die müsste ja einen Rückstoß haben, ne? Wenn ich das richtig kriege, dann der Drache was ab. Belegt der Drache alle Felder da hinten? Ich glaube ja. Also hauen wir den erstmal weg hier. Dann ist er auch komplett weg. Boah. Oh, 370, hab ich gerade richtig gesehen. Feueratem. Oh nein! Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Okay, wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte RB gedrückt. Okay, wir stellen uns mal hier hin. Das ist RB. Das ist RB. Schwächliche Schläge. Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Hammer der Gottesherrschaft. Hey, da hält den König ab. Auto. Auto. Oh. Eine Runde von der Straße, bitte. Danke. Runter von der Straße, Drecksplagen. Ey, mach mal nicht so einen Stress. Ehrlich. Einen epischen Kampf unterbrechen hier. So, okay. Hammer der himmlischen Herrschaft erteile einem Untertanen eine kräftige Abreibung. Der geht genau eins vor, also müssen wir hierher. Wir müssen hierher, okay. Oh, das haut ihn komplett weg. Uah. Drachentöter, geil, Alter. Das ist so geil. So, geil. Was ist los? Können wir mit ihm reden? Da können wir ja nicht rein, ne? Gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr? Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, okay. Nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Hat er A gedrückt, um Objekte zu bewegen? Oh. Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Ja, bin schon dabei.
So. Wow, König Softsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Ja, ja, ja. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Nein! Was? Was? Yeah, okay, okay, zum letzten Speicherpunkt. Kam da gerade das Outro? Muss gedrückt halten, das. Was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin ein Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Ich muss Syndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt nur mal zu groß für Cool and Press. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom-Helfen-Karte finden? $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Find die Freedom-Karte, Alter! Genau! Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn and Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Was? Da kann doch nicht einfach das Spiel wechseln. Wir haben so gekämpft für den Stab der Wahrheit, ja. Und dann wechselt einfach das Spiel. War das so geil? Das ist einfach. Boah, ich feiere das so. Wo ist denn eigentlich Prinzessin Kenny? Was kann die? Hat Prinzessin Kenny den Kampf überlebt? Den Bosskampf? Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ah, nee, lass mal bitte. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Das klingt vernünftig. Oh, hier geht's hoch. Ja, was? Irgendwas, was ich nicht sehe? Nee. Na gut. Ach, Waffen können wir jetzt auch keine kaufen. Das ist ja schade. Weil der Star Trek spielt, ich bin Spock. Nein. Die Prinzessin zu Hause, hallo. Prinzessin Kenny. Prinzessin Kenny ist nicht zu Hause. Na gut. Wollen wir mal schauen. Wird die anderen hinsehen? Will ich nicht einfach was anderes spielen und uns stehen lassen? Das ist doch echt scheiße. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Okay, danke. Eric ist so mit Superheld spielen. Was? Oh, Tauli. Alles mit dem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Ja, danke schön. Aber da ist Mrs. Cartman unterbrochen. Kuchen, Verbrauchsgegenstand. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Naja. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. So, die sind im Teller gemeint. Klebeband. Hier. Es hätte zumindest gepasst zu kommen. Ist ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Okay, okay. Das war schon mal ein kräftiger Hinweis. Kommen wir hier raus? Mit der Stadt? Können wir einfach rumlaufen? Nein, aber... Wir können nicht raus. Na gut. Okay, wir wollen mal schauen. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that.
How's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.